Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion mit eurem lieben Ulinator. So, wir sind schon wieder in einer neuen Dungeon-Warteschleife. Die Wartezeit beträgt ungefähr 19 Minuten. Ihr kennt das Spiel, ich muss aufquippen bis Item Level 825. Dann kann ich in heroische Instanzen gehen und da muss ich gehen, reingehen, um Suramar fertig zu machen. Ja? Deswegen muss ich jetzt so ein paar Non-Heroics machen. Mein Item Level ist aber schon mittlerweile, das habt ihr ja gesehen, letzte Folge, 821. Das heißt, lange wird es nicht mehr gehen. Ja, wir müssen vermutlich nur noch in ein, zwei Instanzen und dann haben wir im Prinzip das Ziel schon erreicht und können dann Suramar abschließen. Und dann habe ich auch mal geschaut jetzt, gerade eben, dieses Jahr kommt ja auch das neue Add-on raus, ja, die Schlacht um Azeroth, glaube ich. Ja, ich hoffe, dass ich es jetzt mir richtig gemerkt habe. Ich weiß es natürlich, aber wenn man aufnimmt, sind manche Hirnzellen mit anderen Dingen belegt. Auf jeden Fall kommt das Add-on raus am 21. September. Das heißt, wir haben noch starke 7 Monate Zeit, um hier bei Legion so richtig schön den Content fertig zu machen. Das heißt, alles durchzuquesten, ja, die ganzen Gebiete zu entdecken, fliegen zu lernen, in Instanzen zu gehen und auch in Raids zu gehen. Und ich habe euch ja schon gesagt, ich habe die Möglichkeit, bald in einen Raid zu gehen, der mich mitzieht. Ja, das habe ich auch bitter nötig. Ohne diese Hilfe wird es nicht gehen. Ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und das hat natürlich für uns alle den Vorteil, dass ich hier viel cooleren Content zeigen kann. Und das der Raid, den ich mitgehen kann, ich habe mich mit den Schlachtzügen noch gar nicht groß befasst, ist, glaube ich, der Anturus-Raid. Ja? Und ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Ich meine, das wäre, ja, Anturus, der brennende Thron, seht ihr? Und das ist im Prinzip schon, das ist richtig geil, das ist im Prinzip schon der letzte Raid, den es hier in Legion momentan gibt. Das bedeutet, wir können hier den smaragdgrünen Albtraum überspringen, Prüfung der Tapferkeit, Nachtfestung. Wir steigen gleich richtig dick ein, Non-HC. Und meine 890 werde ich natürlich bis dahin nicht haben, deswegen werden mich die Kollegen durchziehen. Aber wir sind dann schon bei relativ neuem Raid-Content, ja, und das freut mich ganz besonders. Das wird die nächsten Wochen losgehen. Und dann haben wir so eine coole Mischung aus Questen, Leveln, Raid-Content. Vielleicht, wenn das Ding durch ist, vielleicht mache ich dann noch ein paar andere. Auf jeden Fall, wir haben ja noch Zeit. Es sind ja noch 7 Monate Zeit. So, liebe Freunde, ihr kennt das Spiel. Ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Und in dem Moment, wenn die Warteschlange aufgeht, dann sind jetzt noch 18 Minuten, wie ihr sehen könnt. In dem Moment, wenn die Warteschlange aufgeht, werde ich mich wieder zurückmelden bei euch. Und eins ist auf jeden Fall klar, wir werden keine Instanz mehr spielen, die ich euch schon gezeigt habe. Ich weiß, ihr kennt die Instanzen alle, mir geht es aber darum, dass ich neue Sachen zeigen möchte. Und deswegen in dem Moment, das wird natürlich mit zunehmender Instanz schwieriger. Ich bin froh, dass ich hier diese 821 schon habe. Das heißt, in dem Moment, wenn hier das Auge Asharas kommt oder Neltharions Hort und so weiter, werde ich diese Instanz kicken und werde sie euch nicht zeigen, ja, damit ihr nicht immer das Gleiche habt. Ich möchte euch neue Instanzen zeigen. Also, wir sehen uns gleich und ich freue mich drauf, euch zu sehen und mir macht das tierisch Spaß. Also, seitdem ich hier diese Entscheidung getroffen habe, um jetzt mal ein bisschen ernster zu werden mit der Umstellung und mit der Konzentration auf WoW. Und auch, obwohl ich jetzt mehr Videos mache als vorher, mir ist irgendwie richtig wohl dabei. Mir ist auch irgendwie eine Riesenlast von den Schultern gefallen. Und auch die Entwicklung ist ja deutlich nach oben. Und das freut mich wirklich total. Und an dieser Stelle, bevor wir loslegen mit Spielen, vielen Dank für euren Support. So, wir sehen uns nachher und bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt zum 5. Mal das Signal bekommen, dass die Dungeon-Warteschlange fertig ist. Aber wie immer ist hier ein DD am Pennen. Ja? Und vermutlich werde ich jetzt auch wieder rausfliegen hier aus dem Ganzen.
Ich drücke mal die Däumchen, ja, und ich hoffe, dass es auch mal wirklich eine neue. Ich mache jetzt das nicht mehr wie mit diesem hier. Ja, da natürlich sind wir schon wieder aus der Warteschlange rausgeflogen. Mal schauen, vielleicht geht's jetzt endlich. Und jetzt fehlt der Tank. So, Freunde. Okay, wir haben eine neue Instanz, aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist jetzt hier das Finsterherz-Tickicht und das habe ich ja schon gemacht. Deswegen werde ich mich hier jetzt verziehen. Und ich bekomme extra für euch fett 30 Minuten Strafe, aber das ist mir wert, denn wir wollen neue Instanzen zeigen. Also, ihr seht, ganz schön aufwendig. Der Unterschied, einfach nur WoW zu spielen und WoW als Let's Play zu machen auf YouTube, das sind eben genau diese kleinen Unterschiede. So, jetzt mache ich erstmal 30 Minuten Pause und dann gehe ich wieder in die Warteschlange und dann werden wir sehen, was wir bekommen. Also bis gleich. Ciao. Kleine Anmerkung am Rande. All dies könnte ein wenig besser laufen, wenn ich gleich ein spezielles Dungeon ausgewählt hätte. Entschuldigung, aber euch stört's ja nicht. Ich schneide die Scheißzeit ja eh raus. Also ich werde in 26 Minuten ein Dungeon anwählen, was wir noch nicht haben. Tja, wer es nicht im Kopf hat, der hat's eben in den Beinen oder in der Maus oder in der Tastatur, keine Ahnung wo. Also nochmal, bis später. So, und da sind wir zurück. Und endlich geht's los mit einer neuen Habe ich Instanz. die Ankunft furchtloser Champions Nein, erwartet? Die diese Hallen Instanz haben wir auch schon mal gemacht. Aber das ist auch schon wieder ewig her, Freunde. Hier wird Oh sich Mann, ey, zeigen, heute ist echt worauf der Sie Wurm drin. gemacht Heute haben. ist Seid wirklich ihr würdig, der Wurm drin, von Freunde. die Ägis von Wir haben diese Instanz schon mal auszuführen. gemacht und zwar im Jahr, ich glaube 2016 war das. Ja, aber ich fange jetzt nicht nochmal an, ja? Diese Instanz gilt für mich auch neu. Oh, das Bild sollte ich vielleicht auch noch umschalten. Diese Instanz erkläre ich jetzt hier offiziell als neu, ja? Weil das letzte Mal einfach ewig lang her ist. Und wir werden jetzt dieses Ding hier nach dieser langen Zeit einfach nochmal machen. Und ihr werdet es kaum glauben, diese Folge wird heißen. Die Hallen der Tapferkeit. Reloaded. Wie könnte es anders sein? Wir werden einfach diese Instanz nochmal machen. Vielleicht bekomme ich ja hier schon alle Items, die ich brauche, um auf 825 zu kommen. Das ist wirklich echt absolut abgefahren, Freunde. Ich habe extra jetzt die Instanzen separat angemeldet. Aber ich hatte gar nicht mehr auf dem Zettel, dass ich die Hallen der Tapferkeit auch schon gemacht habe. Und das war wirklich um die Weihnachtszeit 2016. Also wirklich sehr lange her, ja. Deswegen können wir diese Instanz im Prinzip wirklich nochmal machen und auch so tun, als wäre sie wirklich neu. Ist das schon ein Boss? Ja, das ist ein Boss. Das ist Heimdall, Freunde. Meine Güte. Da melde ich wirklich separat an und dann kommt trotzdem wieder eine Instanz, die wir kennen. Echt dicke Sorry, Freunde. Aber ich glaube, ihr werdet es mir verzeihen können. So. Der erste Boss. Mal gucken, was haben wir drin?
keinen epischen Loot. Das prangere ich an. Ah, ich glaube, ich kann hier auch auf Beute passen. Nein, Beutespezialisierung, klar. Kann ich hier irgendwas noch einstellen für die... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich nichts einstellen. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, früheren Zeiten gab es ja noch Bedarf und Gier, ja? Wenn ich mich richtig erinnere. Mich wundert das immer, dass die das rausgenommen haben. Oder sie haben es nicht rausgenommen und ich habe es einfach so eingestellt, dass es nicht mehr funktioniert. Da könnt ihr mir vielleicht mal auf die Sprünge helfen. Aber ich habe schon wirklich so lange keine Instanz mehr gemacht. So lange, dass ich mich nicht mal mehr an die Instanzen erinnern kann, die ich gespielt habe. Also vor den letzten Instanzen. Das ewige Gelage. Ich kann mich sogar noch erinnern, diese Folge war die erste Folge, wo ich im Facebook, in der Facebook-Gruppe von World of Warcraft Deutschland Werbung gemacht habe. Genau, das war die erste Folge damals, 2016. Und deswegen hiermit nehme ich das mal zum Anlass, alle Leute von dieser Facebook-Gruppe wirklich super herzlich zu grüßen. Und mich extra bei euch zu bedanken für euren Support, den ich von euch bekomme jetzt die letzten Monate und Jahre. Ohne euch und ohne eure netten Kommentare würde alles viel, viel, viel holpriger laufen, also noch holpriger. Und deswegen macht diese Folge jetzt auch nochmal Sinn, ja? Das ist die offizielle Dankesfolge an diese Facebook-Gruppe. Vielen Dank, Freunde, für euren Support. So, und jetzt blende ich für euch auch mal das Interface aus. Jetzt kommen wir hier in dieses schöne Waldgebiet, in dieser Instanz. Ein perfekter Test für eure Würdigkeit. Das ist wirklich sehr malerisch. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass mir die ganzen Leute hier nicht weglaufen. Da ist der Tank, alles klar. Ich vermute, ich habe diesen Bullen da gepult, weil ich euch diese Instanz oder das Interface ausgeblendet habe. Aber egal, damit muss man einfach rechnen, Freunde. Ich glaube, hier kommt jetzt als nächster Boss ein fetter Bär. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste es ein fetter, widerlicher Bär sein.
So. Bisher sieht alles noch ganz gut aus. Ich blende das Interface mal wieder aus für euch. Ah, das ist kein... Der Bär ist ein Wolf. Alles klar. Der Bär ist kein Bär, sondern ein Wolf, Freunde. Ja, aber wisst ihr was? Das macht doch den Charme aus hier, oder? Dass hier nicht alles so mega perfekt läuft. Und dass das einfach nur Spaß macht, oder? Also mir macht das Spaß. Ich hoffe euch auch. So, der Wolf verzieht sich. So, da hinten liegt er wieder. Da hinten liegt wieder der fiese Bär. Der Wolfsbär. Oh, jetzt habe ich hier was Rotes auf mir. Eine Markierung. Das bedeutet vermutlich... dass ich weglaufen sollte, und das habe ich getan. So, Freunde. Der nächste Boss ist down. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass ich nochmal in der Instanz bin. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde es nur so ein bisschen uselig, dass ich groß ankündige, dass wir Instanzen sehen, die ihr hier noch nicht gesehen habt. Und dann kommt natürlich prompt eine, die wir doch schon mal gesehen haben. Aber egal. Nobody is perfect. Und diese Instanz ist wirklich schön. Ich habe da oft dran gedacht. Die hat mir wirklich immer viel Spaß gemacht. Oder zumindest die Aufnahme damals hat mir Spaß gemacht. Weil jetzt kommt nämlich gleich eine coole Szene, wo wir eine lange Brücke, glaube ich, überqueren und wie eine Feuerkugel aussehen. Das habe ich noch oft in Erinnerung gehabt. Und das sehen wir jetzt halt nochmal. Kleiner Rundblick.
Mit Mut und großer Ehre erkämpfte sich Hylia ihr Recht auf dieses heiligste aller Rituale. Nun soll sie emporsteigen als eine meiner erwählten Valkyrie. Und ihr Name soll ewiglich durch diese wilden Gemäuer scheinen. Seid ihr nervös, Hylia? Es ist verständlich. So, der nächste Boss. Keineswegs. Der nächste Bosskampf steht an. Mein Leben hat einzig zu diesem glorreichen Moment geführt. Sterbliche Eindringlinge! Ich war Zeuge ihrer Taten in Stunden. Ihresgleichen ist ohne Ehre, ohne Tugend. Ich werde diese Hallen selbst von ihrem Machel befreien. Das Ritual ist nicht beendet. Die Tante da oben ist der Boss, glaube ich. Oh, die gehen alle hier rein. Das hat vermutlich einen Grund. So, den Dingern weichen wir lieber mal aus. Das Licht erstrahlt auf ewig in euch, Hylia. So, Hylia heißt die Tante. Oh, scheiße. Ich muss wieder da drunter. So, Hylia wurde besiegt, Freunde. Ihr habt meinen Segen erhoben. Und wieder kein... Ah, hier, jetzt kommt das... In der Halle des Ruhms. Ja, genau, jetzt kommt die Szene, von der ich eben erzählt habe. Sehr cool. Eben, und da habe ich lange dran gedacht. Und das war eben genau der Moment, ich glaube, das war Dezember 2016 oder Januar 2017, wo ich im Prinzip die ersten Kontakte geknüpft habe zur Facebook-Gruppe von World of Warcraft Deutschland. Und wie gesagt, das war ein cooler, eine gute Entscheidung, muss ich sagen. So könnt ihr eure Trophäe beanspruchen.
aber wo ist der Tank und wen hat der? Ah, okay. Oben ist der Endboss und dann haben wir schon. So, wir schauen uns mal die Halle um. Ah, da sind die. Okay. Und jetzt kommt, glaube ich, schon der. Der letzte Boss in dieser Instanz. Schon sehr geil hier, muss ich sagen. Diese Instanz ist farblich auch sehr schön gelöst. Nee, das ist wirklich eine coole Instanz. Und ich spiele sie jetzt erst das zweite Mal. Das dürft ihr alles nicht vergessen. Ihr dürft nie vergessen, dass ich diese Instanz jetzt gerade das zweite Mal mache. Das heißt, ich konnte die gar nicht groß üben, weil ich ja die ganze Zeit gelevelt habe. Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skowald. Wie es ihr recht ist. Euer Protest kommt zu spät. Wenn sie die Aegis nicht auf freien Stücken übergeben, wann soll ihr Tod mir diesen Dienst erweisen? Gebt die Aegis auf oder so. Ihr werdet schreien sterben. Muss ich hier rein oder was? Ich glaube, ich gehe mal rein. So, Gottkönig Skowald wurde besiegt. Und wir haben immer noch keinen fetten Loot. Ich will das doch alles machen wegen Gearscore. Ist der Typ jetzt noch ein Boss? Ist beeindruckend. Nee, Odin. Ich hielt die Kräfte der Valar'jar stets für unerreicht. Und dennoch steht ihr hier vor mir. Ah, okay, alles klar. Erwartet euch noch. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige Belohnung gewähren. Ich drehe mich mal so für ein cooles Bild. Können wir doch die Zeit mal nutzen, seit oder? Seit Äonen hatte ich keinen würdigen Gegner. Lasst den Kampf beginnen! 188 Millionen, ernsthaft? Geht auf, oder ihr spürt meine wahre Macht!
Ein gewandter Geist ist so tödlich wie die schärfste Klinge. Jetzt muss jeder auf sein Zeichen da hin, behaupte ich. Wo ist meins? Da, oder? Odin wurde besiegt. Ich gebe auf. Ihr was? Bemerkenswerte Kreaturen. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Okay, alles klar. Nichts dagegen. So, jetzt will ich aber was haben. Wir haben schon wieder nichts bekommen, Freunde. Das kann aber nicht angehen. Alles klar. So, dann werde ich jetzt hier mal die Folge beenden und werde mich jetzt noch malerisch neben diesen Typen hinpostieren. Für ein schönes Endbild. Genau. Genau. So, jetzt gucke ich noch nett in die Kamera, damit wir ein schönes Endbild haben. Und ich habe jetzt in dieser Instanz nichts bekommen, aber ganz ehrlich, ich habe es auch nicht verdient, weil erstens habe ich es verkackt mit dem Anmelden, immer random Innis, dann habe ich diese Instanz ausgewählt, obwohl ich hier schon drin war. Und ihr müsst die nochmal angucken, deswegen, sorry nochmal, ich habe nichts verdient, deswegen freue ich mich auf die nächsten Instanzen und ich werde mir jetzt merken, diese Instanz haben wir auch schon gesehen. Vielen Dank fürs Zusehen trotzdem und ich wünsche euch einen, wann kommt die Folge raus? Morgen. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag gibt es die nächste Folge. Ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr freut euch auch und lasst mir ein Däumchen da und ein Abo. Das würde mich freuen. Das muss man sagen. Ich finde es immer ein bisschen blöd, das zu sagen, aber es gehört halt dazu. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!